davor solltet ihr keine Angst haben. Jetzt fragt ihr natürlich, ja Philipp, vor was sollten wir denn Angst haben? Ja, jetzt gehen wir mal zurück zu meinem Freund Konrad. Ja, irgendwann mal Schluss gewesen mit der Bea. Ja, Schluss gewesen mit der Bea. Sie hat Schluss gemacht, bin sofort nach Berlin hochgefahren. Er sah schlecht aus, ganz bleich, ganz mager. Ich habe gesagt, Mensch, Konrad, wann warst du das letzte Mal vor der Tür? Ah, er geht nicht mehr vor die Tür, er braucht nicht mehr raus, er geht nie wieder raus. Warum soll er raus? Ja, seine Kollegen trifft er über Zoom, seine Freunde über Skype. Pizza bringt der Service. Einkaufen tut übers Internet. Wirklich, der Waldo ist auf Weg zu einer halb virtuellen Existenz. Wenn du mit dem telefonierst, irgendwann fragst du sowas wie, und wie ist das Wetter in Berlin? Kommt keine Antwort. Dann hab ich gesagt, Waldo, wie ist das Wetter in Berlin? Hat er gesagt, ja, sorry, meine Wetter-App spinnt. Dann hab ich gesagt, was heißt hier Wetter-App? Dann geh doch einfach zum Fenster. Ah, gute Idee. Und? Nee, hier ist das Netz auch nicht besser. Ja, das ist... Ja, ich habe natürlich gesagt, Mensch, Waldo, du musst unbedingt zur Bär. Warum soll ich zur Bär? Ja, du willst doch bestimmt zurück. Ich will es nicht zurück. Ich brauche es nicht zurück, um Gottes Willen. Ich habe schon neue Freundin. Was, noch eine neue Freundin? Ja, die Endolin. Oh, Endolin ist aber ein schöner Name. Ist das irgendwie, hat die irgendwie Migrationshintergrund? Ist das irgendwie isländisch? Ja, fast. Sie ist eine Baumelfe aus Mittelerde. Da hab ich gesagt, was, eine Baumelfe? Redest du irgendwie von Rollenspielen? Hat er gesagt, nein, VR, virtuelle Realität. Er hat gesagt, das Internet schafft vollkommen neue sexuelle Möglichkeiten. Er hat gesagt, es gibt Internetplattformen, da kann man in und mit 300 verschiedenen Körpern sexuelle Interaktion haben. Da hab ich gesagt, was, du gehst in Internetpuff? Na, so würde ich es nicht sagen. Wie würdest du es denn sagen? Ja, genau so kann man sagen, hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie funktioniert das? Hat er zu mir gesagt, ja, alles, was man dazu braucht, ist eine VR-Brille, die kennt ihr bestimmt, oder? So eine VR-Brille. Und jetzt schaut euch an, einen VR-Genitalköcher. Einen VR-Genitalköcher. Ich habe gesagt, Konrad, wo zur Hölle bekommt man denn einen VR-Genitalköcher her? Hat er gesagt, bei Amazon, hat er gesagt. Ja. Ohne Witz, bei Amazon kann man es kaufen. Ja? Und wenn Sie dann noch nicht genug an Ihren Mitmenschen verzweifeln, lesen Sie die Kundenrezensionen. Dann ist es vollkommen vorbei. Das schwör ich auch. Ja. Hat er gesagt, ja, ob ich das mal ausprobieren will? Habe ich gesagt, nein, ich möchte es nicht ausprobieren. Warum? Weil genau an so einem Teil habe ich mir vor 30 Jahren beinahe den Sack abgerissen. Hat er gesagt, wieso? Da gab es noch keinen VR-Genitalköcher. Ja, aber Staubsaugratsche gäbe. Staubsauger, ja. Ja. Ja, schön, dass euch das... Ja, und ihr denkt wahrscheinlich, das ist jetzt alles totaler Science-Fiction. Lest mal bitte die Homo Digitalis-Studie des Fraunhofer-Institutes. Die Homo Digitalis-Studie des Fraunhofer-Institutes hat festgestellt, ein Drittel der Deutschen sagen, sie könnten sich vorstellen, mit einem Sexroboter zu schlafen. Mit einem Sexroboter. Aber wieder, das hat nichts mit diesen Plastikpuppen zu tun. Ihr wisst schon, diese Plastikpuppen früher, wo das Vorspiel daraus bestand, dass man seine Sexualpartnerin erstmal aufpusten musste. Und wenn man sie aufgeblasen hatte, hat man festgestellt, oh verdammt, die Alte hat eine Kiefernsperre. Ja, schön, dass er dir gefällt, wunderbar, ja. Nein, moderne Sexroboter, das sind plastomere Geliebte, das sind perfekte menschliche Abbildungen, gefühlsecht, körperwarm. Und jetzt schnappt an, mit denen kann man sogar reden. Ohne Witz, mit diesen Sexpuppen kann man reden. Aber um Gottes Willen, was will ich denn mit einer Sexpuppe reden? Und Dolly, wie ist dein Tag gewesen? Na, wie soll mein Tag gewesen sein? Ich lag unter dem Bett, in meinem Karton. Du nimmst mich ja nie mit raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne keinen einzigen Kollegen. Ich kann nicht mit zur Arbeit nehmen, weil ich für mich schämst. Ach Dolly, lang mich nicht an. Nein, ernsthaft, ich verstehe das Konzept nicht. Ich meine, wenn die Jungs, die Sexpuppen haben, mit Frauen reden könnten, dann bräuchten sie doch wahrscheinlich keine Sexpuppen, oder? Ja. Ja, ich meine, schaut mich an, ich bin wahrlich kein Don Juan, aber ich habe auch jemand abbekommen, oder? Und warum? Weil ich reden kann, ich kann reden. Ja, das sollen die Männer hier im Raum bloß nicht unterschätzen. Man muss nicht schön sein. Manchmal reicht schon die Macht des hartnäckigen Bettelns. Ja, danke, ja.
Ja, aber moderne Sexroboter, die werden sogar mittlerweile mit Charaktereigenschaften ausgestattet. Ja, es geht weiter in die Vermenschlichung. Nicht ausgedacht. Moderne Sexroboter, die heißen heute Wild Wendy, Young Yoko, Ripe Mutter, also reife Mutter. Es gibt sogar eine Frigid Pfarrer. Wer kauft sich eine frigide Sexpuppe? Da weiß ich gar nicht, ist sie kaputt oder ausgeschaltet. Wo ist das Prinzip, oder? Ja, und schnell an, Frigid Pfarrer sagt bei Berührung nein. Und da wird es langsam richtig gruselig, oder? Ja, weil Nein bedeutet Nein. Das sollten wir langsam seit MeToo gelernt haben, oder? Das ist natürlich auch ein Ansatz. Ja, statt Benimmschulen, statt Aufklärungskurse gegen sexualisierte Gewalt, kriegt das Priesterseminar in St. Pölten einfach einen Gummiministranten.